3 gegen 1. Ball halten in zwei angrenzenden Spielfeldern. Das erste vorbereitende Spiel für Fußball 7 gegen 7 heißt Ball halten in der 3 gegen 1 Situation. Ihr drei verteilt euch mal in dieses Viereck. Beliebig. Ihr bekommt den Ball. Jetzt habt ihr einen Gegenspieler, während die beiden anderen Verteidiger sich beliebig in dem zweiten Viereck verteilen. Eure Aufgabe besteht darin, den Ball 15 Sekunden lang in eurem Besitz zu halten, ohne ihn zu verlieren und ohne aus dem Viereck herauszulaufen. Los geht's! Aus! Der Ball darf nicht aus dem Viereck herausgehen. Ein Stoß, verteidigen! Hier! Stopp! Was müssen die Verteidiger jetzt machen? Ja, die Weißen, was müssen die machen? Wir müssen eine Mauer vorne bilden, damit wir auch den Pass abfangen können. Sehr schön. Wo müssen die beiden Mitspieler des Verteidigers stehen? Stehen sie richtig hier? Was meint ihr? Wo müssen sie stehen? Hier vorne. Und wenn du den Ball bekommst, wo ist dein Abwehrspieler? Ja, der ist ganz nah bei dir. Und wo müssen sie am besten stehen? Warum? Weil wenn der Ball kommt, dann ist der Gegner nicht bei uns dran und wir können gut spielen. Fantastisch! Wenn sie hinten stehen, dann haben sie viel länger Zeit, den Ball anzunehmen. Selbst wenn die Ballannahme nicht gut genug ist, verlieren sie den Ball nicht. In diesem vereinfachten Spiel lernen die Angreifer, sich geschickt freizulaufen, um den Mitspielern Passmöglichkeiten zu schaffen und den Ball sicher in den eigenen Reihen zu halten. Die Verteidiger lernen, nach einem Ballgewinn schnell auf Angriff umzuschalten. Besonderes Augenmerk legt der Trainer auf die Position der beiden Mitspieler des Verteidigers im gegenüberliegenden Feld. Sie sollen sich bereits vor dem Ballgewinn so platzieren, dass sie den zugespielten Ball ohne Bedrängnis kontrollieren und anschließend sicher in den eigenen Reihen halten können. Was musst du machen? Was musst du jetzt machen? Ah, sehr schön. Weiter. Der Trainer leitet seine Spieler durch gezielte Fragestellungen zur Lösung der Spielaufgabe und hilft ihnen, Fehler selbst zu erkennen. Diese Lehrmethode werden wir im Laufe dieser DVD weiter erläutern. Augenblick mal, danke. Wenn der Verteidiger müde ist, dann kann er auch mit einem anderen Verteidiger tauschen. Tausch mal. Und wo müssen die beiden Verteidiger stehen? Ihr wisst ja alles. Weiter geht's. Hier sehen wir, wie die Spieler ihre optimale Position selbst finden, ohne dass ihnen der Trainer die Lösung vorgibt. Damit zeigen sie, dass sie das Gelernte wirklich verstanden haben. Die Spieler sind am Lernprozess beteiligt. Der Trainer leitet sie mit Fragen zur Lösung und präsentiert nicht ständig die Lösung in einer Handlungsanweisung. Wo müssen Sie stehen? Gut so. Gebt euch zu erkennen. Wo stehst du? Denken, denken, denken. Ah. Statt auf Zeit zu spielen, werden jetzt die Zahl der Pässe gezählt und laut gezählt.
Wenn er vergisst, den Pass zu zählen, ist er ungültig. Wollen wir sehen, ob ihr 8 aufeinanderfolgende Pässe spielen könnt, ohne den Ball zu verlieren und ohne aus dem Feld herauszugehen. Wo sind die beiden Abwehrspieler? Und du? Los geht's. Warum passt du ihn schon? Laut zählen. Stopp! Ein Punkt für die orange Mannschaft. Die weiße Mannschaft bekommt den Ball. Er denkt und du denkst nicht. Jetzt hast du ihn. 1:1. Der Ball geht zu den Orangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stopp! Das Spiel wird modifiziert. Eine andere Variation mit einem Spieler mehr. 3 Weiße in einem Feld gegen einen Orangenspieler und die Weißen haben den Ball. Hier spielen zur gleichen Zeit die Orangen gegen den Weißen. Welcher Abwehrspieler kann den Ball zuerst aus dem Viereck herausstoßen? Seid ihr fertig? Es geht jetzt um die Zeit. Ihr müsst also wann den Ball abspielen? Wenn der Gegner auf mich zukommt, dann abspielen. Wenn der Gegner sich für den Ball interessiert und nicht vorher, damit die Zeit vergeht. Wer behält den Ball länger in seinem Besitz? Fertig! Weiß hat gewonnen. 1:0 für Weiß. Austauschen. Austauschen den Abwehrspieler. 1:0 für Weiß. Zweites Spiel. Ja. Stopp! Weiß gewinnt 2:0. Tauschen. Ihr habt einen Ball. Lernziele und Coachingpunkte. Intelligent freilaufen. 2-gegen-1 Situationen nutzen. Gegnerischen Aktionsradius meiden. Mit Finden Zeit und Raum gewinnen. Präzise und verdeckt passen. Aggressiv, aber nicht überhastet stören. Angreifer zu Fehlpässen verleiten.